Alter! Was ist das für ein Scheißwetter hier heute? Jo! Willkommen zu diesem Video! Ich bin's, euer MotoVlocky. Also was hat er denn hier an seinem Nissan für Tröten hinten dran? Ist ja krass. Ja, ich bin immer noch auf der Yamaha unterwegs. Ich fahre jetzt wieder zur Motorradtechnik Kiel, die kastrierte Uschi abholen. Ich habe mir bei RTS Online Shop motogear24.de habe ich mir was Cooles für den Helm bestellt. So ein bisschen Helmschmuck. Und das Krasse war, ich habe auch noch ein bisschen mit ihm geschrieben über Facebook. Und ja, ich habe das bestellt, per PayPal bezahlt. Und dann schrieb er mir, ja, dann bringe ich das jetzt gleich mal zur Post. Ich sage, wie jetzt? So schnell? Ja. Also innerhalb von einer halben Stunde war das Paket schon auf dem Weg zu mir. Und heute ist das dann halt angekommen, ne? Das war, also irgendwie hat das, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, welche Uhrzeit das war, irgendwie nachmittags auf alle Fälle, glaube ich, hat er es zur Post gebracht. Ja, und abends kurz vor 7 war es dann auch schon in Neumünster im Verteilerzentrum. Das ist immer, wenn man das... Ey, ich werd nass, verfickte Scheiße. Ich hab nur eine Jeans an, Mann. Jedenfalls, wenn das in Neumünster ist, wenn man das sieht in der Paketverfolgung, dann ist es auch nächsten Tag da. Ja. Also, wenn ihr irgendwelche Sachen braucht, dann MotoGear24. Vor allem hat er ja auch die coolen Icon-Klamotten da. Ich stelle mich jetzt erstmal runter, das ist mir zu doof hier. So, dann hat jetzt aufgehört zu regnen. Jetzt kommt die Sonne wieder raus, ey. Das Wetter will mich doch verarschen, wenn mich das Wetter doch. Naja, ich bin gespannt, wie die jetzt zieht mit 48 PS. Ich darf die jetzt sowieso nicht mehr fahren. Ich darf sie jetzt noch abholen und dann darf ich sie nicht mehr fahren. Hat mein Bruder mir geschrieben. Bin jetzt in den 2,5 Monaten bin ich, ja, 2000 Kilometer gefahren. Ja, das ist ihm zu viel wegen Verschleißteile und so. Und jetzt darf ich sie nicht mehr fahren. Das heißt, den nächsten Vlog werde ich dann wahrscheinlich schon wieder auf 125er sitzen. Dafür dürft ihr ihn jetzt ruhig auch wieder haten unter diesem Video. In den Spiegeln sieht man auch nichts, ey. Das ist richtig beschissen. Also ich muss sagen, die Karre wäre jetzt so für mich nichts. Ich meine, die ist allemal besser als meine 125er. Aber wenn ich es mir jetzt aussuchen sollte im Motorrad und ich die jetzt so Probe fahren würde, also ich würde jetzt sagen, nee, ich würde da lieber nach was anderem gucken. Um nochmal auf den Laden von ATR zurückzukommen. Also auf alle Fälle, wenn ihr irgendwas gebrauchen könnt, bestellt das bei ihm. motogear24.de oder sonst fahrt ihr nach Pinneberg. Und besucht ihn persönlich. So, zurück auf Uschi. Die fährt sich aber wie, fährt sich ganz anders als die olle Yamaha, ey. Hä?
der Gasweg ist kürzer. Jetzt verstehe ich. Ah! Oh, ist jetzt nicht so schlimm. Naja, ich gehe ja trotzdem noch gut ab. Du kannst jetzt halt nicht mehr so viel Gas geben. Jetzt verstehe ich das. Ich habe gedacht, hier, ich drehe jetzt am Gas und fange an zu weinen. Aber so schlimm ist das jetzt auch nicht. Ja, macht ja trotzdem doch Spaß. Nur leider darf ich sie nicht mehr fahren. Fällt mir gerade ein. Ehrlich, hört mal wieder, dass das Moped an ist, ey. Okay, sie kommt nicht mehr ganz so krass aus dem Knick, aber eigentlich auch immer noch genug. Es fehlt jetzt einfach das gewisse Kribbeln in der Magengegend, wenn man Gas gibt. Aber ganz ehrlich, wie 54 PS weniger fühlt sich das nicht an. Naja, genug für Spaß für heute. Dann sag ich mal, ne? Haut rein, grüßt die Enten und tschüss.